Kurs an Potsdam-Echita pe episcopul de Timișoara, Martin Ros, pentru lucrarea aceasta deosebită pe care a terminat-o. Eu am o amintire veche de la Maria Radna. Prima legătură cu această biserică a fost o broșură simplă, din care am aflat câte ceva din istoricul acestei biserici. Multe, dacă nu chiar pe toate le-am uitat, dar un lucru mi-a rămas în minte și m-a impresionat mult, copil fiind, la 11-12 ani. Mi-a rămas imprimat în minte acel episod din broșură în care era povestit momentul în care un soldat turc din ocupația de atunci, de înainte de 1700, voia în semn de dispreț să intre în biserică. Și piatra pe care a pus calul, piciorul s-a înmuiat, lăsând amprenta, umbra acolo, urma. M-a impresionat mult acest lucru atunci. Astăzi însă mă impresionează și mă fascinează altceva. Această biserică, acest semn și urmă a evlaviei Mariane, a evlaviei credincioșilor noștri față de Maica Domnului. Acest semn și această urmă de evlavie este prezentă și în noi, cei de astăzi, care am venit aici la acest eveniment și am venit ca să o cinstim și să o rugăm pe Maica Domnului, așa cum au făcut-o și înaintașii noștri. Ne rugăm astăzi ca acest semn și această urmă, această evlavie față de Maica Domnului să rămână în toate familiile noastre, să aducă mângâiere și speranță. Acest semn și această urmă a evlaviei față de Maica Domnului ne conduce către Iisus, către răscumpărătorul nostru. Acest semn și această urmă a evlaviei față de Maica Domnului să rămână în inima poporului nostru ca semn de speranță și de mântuire. Lăudat să fie Iisus Hristos! Liebe Marienverehrer, Verehrerinnen, liebe Pilger, Pilgerinnen und Ehrengäste, Eminenzen, Exzellenzen, Mitbrüder im priesterlichen Dienst, heute singen wir und beten wir mit dem Psalmisten, wie freute ich mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir ziehen. Es drückt Freude, Zuversicht aus, Begegnung untereinander hier am Gnadenort und mit Maria, der Mutter unseres Herrn. Wie oft haben wir seit Kindesbeinen an gesungen, wir ziehen zur Mutter der Gnade, zum hochheiligen Bild. Als Nestor, als ältester meiner Mitbrüder, hat mich unser lieber Bischof Martin gebeten, hier heute zu sprechen. Ich bin ja kein Bischof, ich tue es im Namen aller, auch von Ihnen. Ein kleines Mitbringsel wollen wir doch mit nach Hause nehmen. Ich habe es von Kindesbeinen an getan, zuerst Mitbringsel bekommen. Es waren die Dinge, die man ein bisschen essen konnte, aber dann später war es Rosenkranz, dann war es ein heiliges Bild, dann ein Mitbringsel. Mit 12 Jahren durfte ich selber etwas mitbringen nach Hause. Und ich durfte wallfahren jedes Jahr von Neuerath nach Maria Radna, 30 Kilometer. Den Weg als Ministrant, später als Jugendlichen. Es gab dann auch Zeiten im Kommunismus, wo es uns schwer gemacht wurde, hierher zu pilgern. Und das Gottesvolk ließ sich aber ihre Wallfahrt nicht nehmen. Sogar ohne Priester machten sie sich auf den Weg. Und das habe ich erlebt in der Großgemeinde Neu an St. Anna. Die Blütezeit dieser Gemeinde,
An die 800 Pilger machten sich auf alljährlich zur Wallfahrt. Diese Zuversicht, diese Pilger und Sehnsucht sollen wir nicht aussterben lassen. Ein Mitbringsel meiner Mutter erinnert mich schon als Priester, brachte sie mir kein Rosenkranz, kein Marienbild, sondern ein Jesusbild eingerahmt. Jesus klopft an der Tür im Sinne der geheimen Offenbarung. Ich stehe vor dir und klopfe. Wer meine Stimme hört und mich einlässt, zu dem komme ich. Ich werde mit ihm Mahl halten und er mit mir. Das war das Mitbringsel. Es bleibt das Geheimnis meiner Mutter, Mutter zweier Priestersöhne, meines verstorbenen Priesterbruders Franz Straub auch. Was sie erbittet hat, was sie mir sagen wollte, mit diesem Anklopfen an den Herzenstüren. Und nach 40 Priesterjahre und 65 Lebensjahre darf heute ein Zögling von mir hier der Hüter sein des heiligen Ortes Maria Radna, Domkapitular Andreas Reinholz. Vorher waren es die Patres Ernst und Placidus, Gebrüder Harnisch, Franziskaner, ebenfalls aus Neuerath. Und sie waren die Hüter in schweren Zeiten. Die Wallfahrt ist nie ausgestorben, dank ihrer mitgehend. Und ein Ereignis bleibt mir in Erinnerung. Ich habe das Blatt aufgehoben, die Messe sozusagen als Bischof neu geweiht vor 16 Jahren. Bischof Martin Roos hat das Gnadenbild mit einem goldenen Stern auf Mariens Brust ausgezeichnet. Dazu das Lied: Maria Jungfrau mein, Trösterin, du bist die Mutter mein, nach Gott mein Trost allein, meine Helferin. So will ich dankbar dir auf ewig sein, will deinen Namen ziehe, ins Herzen einprägen mir, o Mutter mein. Geht also gerne zur Mutter, ihr geht nie leer nach Hause. Das Mitbringsel soll Hoffnung und Zuversicht sein. Gelobt sei Jesus Christus. Thank you.
No, no, no.